Nee, ich mache auch regelmäßig was für Bauch, Beine, Po. Erst gestern wieder Pfannkuchen. Kennen Sie doch auch, oder? Kennen Sie nicht? Ach, ich kann nicht mehr. Diesen einen Pfannkuchen kannst du wirklich noch essen. Isst doch diesen kleinen Pfannkuchen doch. Also es lohnt sich doch nicht, in den Kühlschrank zu diesen kleinen Pfannkuchen. Der fürchtet sich doch auf den Teller und der kommt doch, rutscht doch da weg. Ich kann nicht mehr. Nur isst doch diesen kleinen Pfannkuchen. Nur isst ihn doch bitte. Der rutscht doch noch. Kennen Sie die Stimme? Kennen Sie die Stimme? Die Stimme in meinem Kopf heißt Oma. Ja, die hat mich damals angefixt. In der DDR als Kind, da wurde nämlich noch aufgegessen, bis man das Bild auf dem Tellerboden gesehen hat. Mit Hänsel und Gretel drauf. Also mit Erich und Margot. Ja. Wenn du die zwei Fressen gesehen hast, da warst du satt. Und da wurde nicht gefragt, ob man vielleicht noch das will oder das will. Hören Sie doch mal, die Kinder, das ist doch heute irre. Na, Germaine, Yusuf, Emanuel, was möchtest du denn lieber? Den Dinkelvollkorn-Guavenbrei oder das Grünkern-Bio-Mangroven-Salbei-Haché? Verstehen Sie, nach DDR wurde gesagt, Simone, komm her, heute gibt's Wahlessen, Kartoffelbrei. Kannst dir aussuchen, ob du mit isst oder nicht. Zack, bumm, fertig, aus. Bio, Bio, alles Bio. Ich weiß gar nicht, ob Bio für mich gut ist. Wissen Sie, warum ich kein Bio mehr kaufe? In meinem Alter braucht man alle Konservierungsstoffe, die man kriegen kann.